Moin Moin und willkommen zurück hier bei Flows 11, dem deutschen Top 11 YouTube-Kanal. Heute zu einem neuen Video aus der Reihe Tipps und Tricks. Und heute geht es darum, das richtige Talent finden oder auch um den Begriff Fast Trainer. Das ist ja ein Begriff, der relativ schnell mal fällt, wenn es darum geht, welche Spieler man zum Pushen, zum Training benutzen soll. Und ja, heute wollte ich einfach mal ein kleines Erklärvideo machen, was überhaupt Fast Trainer sind, wie man die am besten findet und alles sowas. Ja, da legen wir halt gleich mal los. Es gibt natürlich in Top 11, wie auch im echten Leben, Spieler, die halt sich schneller entwickeln und welche, die sich langsamer entwickeln, für welche, die man dann im Training weniger grüne Koffer braucht, um denselben Fortschritt zu erzielen, sage ich jetzt mal, und welche, die sich natürlich auch in den Spielen mehr verbessern und schneller verbessern und die man dadurch natürlich auch länger, sage ich jetzt einfach mal, benutzen kann. Und ja, wie erkenne ich diese Spieler? Also in den niedrigen Leveln ist das eigentlich noch ziemlich einfach. Ungefähr bis Level 34 kann man die Spieler einzig und allein am Marktwert erkennen. Denn wenn man jetzt zum Beispiel zwei Spieler hat, die ungefähr gleich sind und der eine hat halt mehr Marktwert, also ich kann euch das auch hier mal ganz kurz zeigen. Ich habe hier mal drei Talente mir geschnappt, beziehungsweise einer ist aus der Jugendakademie und zwei habe ich auf dem Transfermarkt geholt. Und der eine vom Transfermarkt ist halt relativ schlecht, der hat 52%. Der hat zum Beispiel nur einen Marktwert von 127,8 Millionen. Ich bin jetzt hier in Level 45 und bei mir sind die Sprünge bei den Marktwerten schon sehr gering. Dadurch ist es bei mir halt schon schwerer zu erkennen. Man muss die Spieler meistens kaufen, um halt zu wissen, wie der genaue Marktwert ist. Kann man dann hier beim Verkaufen sehen, seht ihr ja gerade in den höheren Leveln. Und in den niedrigen Leveln könnt ihr aber dann auch auf dem Transfermarkt sehen, wenn es einer 10 Millionen kostet oder 12 Millionen, dann sieht man das natürlich relativ leicht. Und wie gesagt, 127,8 Millionen hat dieser hier, der hat 52%. Und der Torwart hat 53%, das ist 1% mehr. Aber der hat schon diese Marktwertgrenze übersprungen bei 127,9 Millionen. Also könnte man jetzt vielleicht denken, dass der der bessere Spieler ist. Weil je teurer der Spieler, desto besser ist er normalerweise. Werden wir dann nachher noch gleich testen, das zeige ich euch dann gleich, wie man das testet. Aber vorher möchte ich mal einen kleinen Querverweis machen auf eine coole Datei, die ich in einer Facebook-Gruppe gefunden habe. Mal ein bisschen Werbung hier an der Stelle. Und zwar heißt die Facebook-Gruppe Top 11 Gruppe. Einfach so, alles groß geschrieben. Kann ich euch wirklich empfehlen, ist eine richtig coole Gruppe. Und da gibt es einen Reiter Dateien, wenn ihr am PC seid, in der Gruppe. Und da gibt es eine Datei, die heißt Spielerqualität Marktwert Pushen. Ist nicht meine Datei, ist von jemand anders gemacht. Aber ich habe da auch ein bisschen, also ich benutze die selber sehr viel oder habe die früher viel benutzt, als es mir noch weitergeholfen hat in niedrigen Leveln. Und ja, habe da auch schon ab und zu mal ein bisschen mitgeholfen, die zu designen. Ich bin jetzt hier mal rübergesprungen. Ja, ich zeige euch jetzt hier mal einen kleinen Ausschnitt einfach bloß von den ersten paar Leveln. Das werde ich dann später im Video zurechtschneiden. Wenn ihr die ganze Datei sehen wollt, die ist wirklich echt hilfreich, dann kommt in die Top 11 Gruppe. Und ja, schaut sie euch an. Die Datei ist wie gesagt sehr hilfreich. Also ihr seht hier links die Stufe, euer Level sozusagen. Und es geht halt immer darum, ihr seht ja auch nochmal die absoluten Zahlen für die Qualität. Wie gesagt, eine richtig geile Datei und hier seht ihr dann immer Qualität 90 bis 99%, also es geht immer darum für hohe 5-Sterne-Spieler. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Level 5 seid und ihr kauft einen 3-Sterne-Spieler, dann müsst ihr natürlich bei Level 3 gucken, weil das ja dann zum Beispiel 50% sind und 90% für Level 3 sind ja wie 50% für Level 5 oder Stufe 5. Und ja, dann seht ihr mal, wie viel Wert sozusagen ein sogenannter Fast Trainer haben muss. Das kann man, wie gesagt, in den niedrigen Level noch sehr gut erkennen am Marktwert. Und ja, ihr seht das zum Beispiel, nehmen wir jetzt einfach mal Stufe 4 meinetwegen, 7,5 bis 8 Millionen sollte da ein hoher 5-Sterne-Spieler haben, um ein Fast-Trainer zu sein. Und jetzt gibt es natürlich auch, um nochmal auf die Begriffsklärung zurückzukommen, es gibt jetzt natürlich auch Spieler, die haben jetzt zum Beispiel 99% und die haben nur 6,5 Millionen. Und diese Spieler sind dann die viel schlechteren Trainer und entwickeln sich viel langsamer. Also es ist halt in den niedrigen Leveln immer noch natürlich auch Geld ein Problem. Dementsprechend ist es dort natürlich sehr hilfreich, dann die teureren Spieler zu holen, aber auch schwieriger, weil man eben noch nicht so viel Geld hat. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, in diese Spieler zu investieren, denn die wirklich guten Spieler, die entwickeln sich bis zu 33% schneller als die richtig langsamen Spieler. Das kann man auch alles testen, das zeige ich euch jetzt gleich noch. Also wie gesagt, die Datei ist klasse, kommt in die Top 11 Gruppe, schaut euch die Datei an, benutzt die. Die ist von jemand anders, die ist nicht von mir, aber jetzt mal ein bisschen Fremdwerbung hier, weil die Datei ist echt cool. Jo, kann ich jedem empfehlen, die dann für die niedrigen Level zu benutzen. Ja,
ab Level 34, wie gesagt, das ist so die Grenze, da ist es dann schon schwerer, die Spieler zu erkennen. Geht auf dem Transfermarkt dann überhaupt nicht mehr. Und da muss man dann die Spieler kaufen und testen. Und wie testet man die Spieler? Das zeige ich euch jetzt. Und zwar anhand dieser drei Beispiele hier. Wir haben jetzt hier Rakun und Drasana. Ja, die madagassischen Spieler haben immer sehr lustige Namen. Dann haben wir Morrissey und Madmon. Ich habe die Spieler schon getestet. Ich weiß, dass Madmon der beste von allen dreien ist. Aber ich will euch jetzt auch noch zeigen, wie ich das getestet habe. Und zwar mache ich das immer so. Man nimmt jetzt hier die drei Spieler. Und dann, also ich mache es immer so, man kann es auch mit einer sehr schweren Übung machen. Einige machen es so, die hauen dann hier 6-mal Tonhalle rein und schauen dann einfach, wann die Punkte da kommen. Aber ich mag es lieber so, weil man das ein bisschen besser dann noch einteilen kann. Ich nehme mal Aufwärmen. Eine sehr leichte Übung halt. Das funktioniert bei Spielern, die so 3-4 Sterne haben. Wenn der Schnitt von Aufwärmen über 80% ist, dann ist es schwer. Aber ist bei allen jetzt hier nicht der Fall. Deswegen, ich kaufe auch eigentlich nur 3-4 Sterne Spieler zum selber trainieren. Und ja, dann macht ihr einfach so lange Aufwärmen, bis der erste Punkt kommt bei der Fähigkeit. Ich habe die jetzt alle genullt, also ich habe jetzt alle immer einmal Aufwärmen gemacht, bis der letzte Fähigkeitspunkt kam, damit halt alle sozusagen, wie wenn man sie frisch kauft, quasi zurückgesetzt sind. Und dann macht ihr so lange Aufwärmen, bis halt der erste Punkt kommt. Und bei den besten Spielern, so einen habe ich jetzt hier leider nicht, aber kommt der schon beim 15. Aufwärmen, also beim dritten Durchgang, beim dritten Mal. Fang jetzt einfach mal an, bei den ersten 6 wird noch gar keiner kommen. Bei den zweiten 6 auch noch nicht, das funktioniert einfach nicht. So, und jetzt schauen wir einfach mal, jetzt sind wir beim dritten Durchgang. Wie gesagt, die besten Spieler kriegen es bei 15 und die schlechtesten, die ich jemals gesehen habe, bei 21. Das sind die absoluten Slow-Trainer, wenn man die testet. Die würde sich dann gar nicht lohnen zu benutzen. Wir sehen jetzt hier 14, 15, 16. Bei 16 bekommt der Torwart, also der ist auf jeden Fall brauchbar. Jetzt die 1 gegen 1 Spieler Stopperfähigkeit. Bei 18 hat es der Stürmer bekommen. Der ist also noch ganz okay. Ist ein Jugendspieler. Und dieser Morrissey ist, wie gesagt, der schlechteste. Das hat man ja auch schon geahnt, weil er den niedrigsten Marktwert hat von allen drei. Und die sind ja alle ungefähr gleich stark. Machen wir jetzt hier nochmal durch. Morrissey, der bekommt es erst beim 20. Also ist Morrissey auf jeden Fall der schlechteste Spieler von allen dreien, der sich am langsamsten entwickelt. Der am meisten grüne Koffer fressen wird, sage ich jetzt einfach mal. Wenn man ihn jetzt trainieren würde. Und ja, so kann man das halt entsprechend testen. Also Morrissey, den können wir eigentlich auch raushauen. Der bringt das gar nicht. Und den Torwart, der ist wie gesagt ganz okay. Bei 16, das ist schon relativ gut. Wie gesagt, 15 bis 21 ist so die Spanne. Und ja, den werden wir dann wahrscheinlich auch bald trainieren in einem neuen Video. Ich denke mal, wenn er nächste Saison 19 ist und noch ein bisschen gedroppt ist, werde ich da ein neues Video bringen, wo wir den dann trainieren. Ja, was kann ich sonst noch sagen? Die Jugendspieler, die sind grundsätzlich eher schlecht. Also wir haben es jetzt hier gesehen, der Jugendstürmer, der war jetzt der hat beim 18. Mal bekommen. Das ist schon noch in Ordnung. Das ist halt so in der Mitte. Aber das sind auch mit die besten Jugendspieler, die ich bisher hatte. Also der ist schon einer der besseren hier. Die meisten Jugendspieler bekommen es halt eher beim 20. Mal oder 19. Mal. Also Jugendspieler sind eigentlich nicht so empfehlenswert. Ich würde lieber auf dem Transfermarkt dann Spieler suchen, die wirklich einen hohen Marktwert haben. In den niedrigen Leveln könnt ihr es ja sowieso noch am Marktwert erkennen. Und ja. Wenn ihr jetzt auf dem Transfermarkt Spieler sucht, dann könnt ihr ja auch, gerade in den hohen Leveln bietet sich das an, schön nach Preis sortieren. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel einen 19-Jährigen, der sich an dritter Stelle befindet. Könnte ganz okay sein. 23-Jähriger ist aber drüber, also würde ich davon eher Abstand halten. Ich kaufe eigentlich immer nur die Spieler, die dann, ich kaufe ja sowieso eine 18-Jährige, aber die sich ganz an, wenn ich nach Preis sortiere, hier ganz am ganz oben befinden. Oder maximal noch ein junger Spieler, der halt genauso alt ist oder jünger, sich drüber befindet, der besser ist. So könnt ihr eigentlich schon auch in den hohen Leveln ganz gut herausfinden, wer von den Spielern sich vielleicht ein bisschen schneller entwickelt und wer ein bisschen langsamer. Also ihr kauft da zumindest weniger Mist, sage ich mal so. Das ist eigentlich schon ein ganz guter Tipp. Und ja, ansonsten achte ich beim Spielerkauf eigentlich auch auf nicht viel. Es gibt dann halt noch Leute, die achten hier auf Größe, Gewicht und dass sie beidfüßig sind und sowas. Habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht, gerade mit den Beidfüßigen, aber
irgendwie ist es alles auch kosmetisch. Ich hatte auch schon Spieler, die waren jetzt zum Beispiel nur Rechtsfuß, die waren dann richtig gut. Ich hatte auch beidfüßige Spieler, die waren richtig schlecht. Muss jeder selber wissen, wie er es halt macht. Das will ich jetzt auch keinem vorschreiben. Also für mich ist es halt unwichtig, wie groß die Spieler sind und sowas. Das wurde auch mal damals schon mal, hat man in so einer Facebook-Gruppe kursiert, vom Support bestätigt, dass Größe, Gewicht zumindest auf jeden Fall kosmetisch sind. Also dass es halt keine Auswirkung hat, wie der Spieler spielt. Also ihr könnt auch einen Innenverteidiger haben, der 1,68 ist. Spielt eigentlich gar keine Rolle fürs Spiel. Ja, wenn ihr noch weitere Fragen zum Thema habt, zum Thema Fast Trainer, gerne in die Kommentare damit. Wie gesagt, die Datei findet ihr in der Top 11 Gruppe. Tretet da auf jeden Fall bei. Das ist eine coole Gruppe. Ich glaube, da sind jetzt mittlerweile auch schon über 5000 Leute drin. Das ist auch die Gruppe, wo ich immer viel mitlese. Und wurde euch auch eigentlich ganz gut geholfen da. Kann man auch die eine oder andere Frage stellen. Da kann man auch viel lernen vom Mitlesen einfach nur. Und ja, wenn ihr noch andere Fragen habt, könnt ihr natürlich auch gerne wie immer in die Kommentare schreiben. Ich bemühe mich, alle Kommentare immer zu beantworten. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss.